Ja, dann grüße ich euch zur Spieltagspressekonferenz heute aus dem GOP Varieté in Hannover. Und wie immer mit zwei Recken dabei, einmal Kai Heffner heute und Jens Bückle, unser Trainer. Ja, es geht um den dritten Spieltag. Wir spielen am Mittwoch, den 14.09. um 19 Uhr beim SC DAFK Leipzig. Und zwar in der Arena Leipzig. Im Vorjahr gab es eine 25:31 Heimniederlage für uns. Auswärts konnten wir ein 29:29 Remis holen. Ja, Jens, wie kommt ihr nach der Leistung Sonnabend schnell wieder in Tritt jetzt gegen Leipzig? Ja, ich glaube, das ist die große Kunst nach dem Spiel, in dem wirklich vieles nicht gepasst hat, den Schalter umzulegen und sagen, hey, der Rundenstart war trotzdem vernünftig und wir müssen gucken, dass wir jetzt Punkte holen. Das wird schon eine Herausforderung für uns sein. Ja, wir hatten davor sehr, sehr lange nicht mehr verloren, hatten die ganze Vorbereitung wirklich sehr, sehr gut gespielt, haben in Göppingen ein Riesenspiel runtergebrannt. Und dann kam ein frisches Flensburg, die uns wirklich überfahren haben und auch zu deutlich geschlagen haben. Und jetzt lassen wir alle schlecht reden, was davor passiert ist, sondern sagen, hey, wir müssen uns wieder an die Sachen erinnern, die wir gut gemacht haben, auch in jüngster Vergangenheit. Und nach Leipzig fahren, um dort was mitzunehmen und Punkte zu holen, das muss unser Anspruch sein. Ja, Leipzig ist letztes Jahr als Aufsteiger Elfter geworden, hat also eine starke Runde gespielt. Wie siehst du die Mannschaft jetzt in diesem Jahr aufgestellt? Auch haben sie auch wieder sehr interessant und sehr, sehr gut verstärkt. Mit Rojewski, den sie dazu bekommen haben, Witzkowski, den sie dazu bekommen haben, Revisieux, der noch dazu ist. Also schon unterschiedlichste Spielertypen, was erstmal für einen Aufsteiger aus dem letzten Jahr schon wirklich beachtlich ist, so schnell sie zu etablieren. Und auch solche Spieler zu verpflichten. Deshalb ist das eine Mannschaft, die zwar verhältnismäßig neu in der Liga ist, aber schon keine gewöhnliche Mannschaft. Das ist eine Mannschaft auf Augenhöhe und da gilt es, ihnen Punkte abzujagen. Das ist, wenn wir irgendwann am Ende der Tabelle, am Ende des Jahres vorhin stehen wollen, sind das Punkte, die für uns wichtig sein können. Da fragen wir vielleicht gleich zwischendurch zu dem Thema mal Kai. Kai, wie siehst du das bei den Leipzigern? Wie stark, welches Gefühl hast du? Ja, also wie Jens schon gesagt hat, ist keine typische Mannschaft, die jetzt erst seit einem Jahr in der ersten Liga ist. Der Kader ist sehr, sehr breit besetzt, sehr gut besetzt. Nationalspieler dort und alles. Ja, da kommt eine ordentliche Aufgabe auf uns zu, dann auch noch auswärts. Aber wenn man die Plätze da oben mitspielen will, dann muss man solche Spiele gewinnen oder was mitnehmen oder sich gut zumindest präsentieren. Ich glaube, das haben wir auch drauf und wir freuen uns auf das Spiel. Jetzt haben Joko und Mike wieder mitgespielt. Wie ist es denen im Spiel gegen Flensburg ergangen, beziehungsweise alles gut danach und wie stellt sich die Mannschaft für Mittwoch deshalb auf? Also bei Joko freut sich erstmal, dass die Integration wieder geklappt hat. Er kam auch rein, hat gleich ein paar wirklich positive Aktionen dazu beigetragen. Und trotzdem musste man so ein bisschen auf ihn aufpassen, dass das erste Spiel wirklich unter Wettkampfbedingungen war. Mike hat man schon gesehen, dass er noch nicht ganz auf der Höhe ist, nachdem sein Finger da ausgekugelt war. Nichtsdestotrotz hat er sich da in Dienst der Mannschaft gestellt und hat auch mit, glaube ich, auch mit Schmerzen und viel Willen dann auch dieses Spiel gespielt. Dass er besser spielen kann, das wissen wir alle. Und ich gehe stark davon aus, dass er auch nochmal hochfährt, dass er weiß, dass es jetzt wirklich, wirklich wichtig ist und dass wir ihn brauchen. Dass er auch Verantwortung übernimmt, gerade was Kommunikation angeht und die Mannschaft da hinten führt. Jetzt wo Smörre und Schala wegbrechen, ist er schon einer der gestandenen Spieler, die hinten im Mittelblock Verantwortung übernehmen müssen. Und das wird er hinkriegen am Mittwoch. Und ich bin guter Dinge, dass er am Mittwoch auch drauf brennt, ein sehr, sehr gutes Spiel zu machen. Bei Joke sehe ich die Chancen sehr hoch, dass er noch mal ein Stück weiter ist als noch am Samstag. Was erwartest du speziell von deiner Mannschaft jetzt für Mittwoch, was die Einstellung betrifft und natürlich auch den kämpferischen Einsatz? Na gut, du fährst nicht nach Leipzig ohne eine Siegchance zu haben, wenn du nicht am Limit spielst, was auch die emotionale Einstellung angeht. Und trotzdem auch einen kühlen Kopf zu behalten in dieser heißen Atmosphäre gegen eine Mannschaft, die schon unglaublich aufs Tempo drückt, aber es eben auch verschleppen kann, so wie man es jetzt gegen Leipzig gesehen hat. Gegen Magdeburg gesehen hat, wo sie wirklich extrem lange Angriffe gespielt haben, immer kurz vorm Zeitspiel waren, die 7-Mann-Regel ganz, ganz geduldig ausgespielt haben und eigentlich 40, 50 Minuten im 7 gegen 6 wirklich versucht haben, auf eine klare Chance zu warten,
Und das ist schon eine Mannschaft, die sehr, sehr diszipliniert ist. Deshalb heißt es auch für uns, wirklich den Kopf zu behalten und trotzdem heiß zu sein, um in diese Zweikämpfe auch reinzukommen, wenn wir im Positionsangriff sind, dass wir da wirklich dagegen gehen, weil da sind sie schon sehr, sehr mannbezogen und auch sehr, sehr hart. Und da muss man clever sein, aber trotzdem auch ein Herz mitbringen, sich zu öffnen. Okay, nochmal zurück zu Flensburg, beziehungsweise zum gestrigen Tag. Wie lenkt man sich ab nach so einer Niederlage als Spieler? Ja, das war schon ein ordentliches Brett, wenn man da daheim mit 15 verliert. Tut es auch ein bisschen für die Zuschauer leid, dass wir uns so präsentiert haben vor so einer tollen Halle. Wir müssen uns, glaube ich, auch entschuldigen. Bis zum Wetter ist nicht selbstverständlich, dass die Halle so voll ist und so brennt. Das haben wir uns auch alle anders vorgestellt natürlich. Wir haben es heute Morgen, glaube ich, ausführlich besprochen und dann aber gleich auch den Fokus auf das nächste Spiel gelenkt. Das hat den Vorteil in der englischen Woche, dass man da nicht lange Zeit hat. Da zu viel drüber nachzudenken, es ist wichtig, dass man das analysiert und auch die Fehler rauszieht, aber gleich den Fokus wieder aufs nächste Spiel bekommt. Und dann haben wir gleich am Mittwoch, denke ich, wieder die Chance, es wieder besser zu machen. Baut sich da irgendwie dadurch, dass ihr jetzt gegen Leipzig spielt, ja eine vermeintlich schwächere Mannschaft, irgendwie so ein bisschen Druck auf in der Mannschaft? Nee, auf keinen Fall. Also ich sag, wir wissen ja vom letzten Jahr, dass die beiden Spiele, haben wir es zweimal nicht geschafft, gegen die zu gewinnen, ein ordentliches Brett da vor uns haben. Und solche Spiele, für sowas macht man das ja auch. Auch in der Arena zu spielen gegen so eine Mannschaft. Wir freuen uns drauf, weil wir so ein Spiel hinter uns haben und das schnell vergessen machen wollen und es wieder besser machen wollen einfach. Wie siehst du die Situation im Rückraum im Augenblick bei uns? Durch Smöre, durch die Verletzungen von Smöre und Chaba haben wir nun zwei Rückraumspieler weniger. Auf deiner eigentlichen Position sind zwar zwei angestammte Kräfte, aber wirkt sich das auch auf die rechte Position aus? Natürlich fehlen die zwei uns, wäre es schlimm, wenn nicht. Aber das gehört leider Gottes dazu, zu so einer Saison. Letztes Jahr war, glaube ich, sogar manchmal die Personalsituation noch angespannter und man konnte ein Spiel erfolgreich gestalten. In so einer englischen Woche ist es natürlich immer ein bisschen was anderes, aber jetzt müssen alle noch mehr zusammenrücken. Ich glaube, wir haben trotzdem genug Qualität im Kader, um das zu kompensieren. Das sind wir den Jungs auch, denke ich, schuldig, da alles reinzuwerfen. Und jetzt muss halt mal einer vielleicht irgendwo anders ein bisschen spielen und den anderen entlasten und für einen in die Fresse springen, aber das zeichnet unseren Sport und unsere Mannschaft ja auch irgendwie aus, finde ich.